mir leid. Ich habe Simmons vertraut. Ich hätte seine Lügen durchschauen müssen. An allem bin ich schuld. Du hast nur Befehle befolgt. Du dachtest, du tust das Richtige. Den Impfstoff finden, die Welt retten und all das. Was ist da gerade passiert? Na klar, sie haben unsere Waffen. Jake, da drin! Unsere Waffen! Jetzt müssen wir nur hinkommen. Viel Glück. Danke. Sherry! Alles okay! Sicher? Hey, brich die Tür auf! Dann muss ich nicht durch den Luftschacht! Hey, brich die Tür auf! Dann muss ich nicht durch den Luftschacht! Hey, brich die Tür auf! Dann muss ich nicht durch den Luftschacht! Brich die Tür auf! Ich muss ihn nicht durch den Luftschacht! Hey, brich die Tür auf! Dann muss ich nicht durch den Luftschacht! Hey, brich die Tür auf! Dann muss ich nicht durch den Luftschacht! Hey, brich die Tür auf! Dann muss ich nicht durch den Luftschacht! Hey, brich die Tür auf! Dann muss ich nicht durch den Luftschacht! Hey, brich die Tür auf! Dann muss ich nicht durch den Luftschacht! Brich die Tür auf! Muss ich nicht durch den Luftschacht! Hey, brich die Tür auf! Muss ich nicht durch den Luftschacht! Hey, brich die Tür auf! Muss ich nicht durch den Luftschacht! Hey, brich die Tür auf! Dann muss ich nicht durch den Luftschacht! Hey, brich die Tür auf! Dann muss ich nicht durch den Luftschacht! Hey, brich die Tür auf! Dann muss ich nicht durch den Luftschacht! Hey, brich die Tür auf! Dann muss ich nicht durch den Luftschacht! Hey, brich die Tür auf! Dann
muss ich nicht durch den Luftschacht. Schlecht für ein Mädchen. Gern geschehen. Vorübergehende Stromumleitung zur Inkubationskammer. Zum Aktivieren des Aufzugs Reservebatterie anschließen. Reservebatterie? Wo ist das Ding bloß? Wir müssen sie wohl suchen. Reservebatterie 1 aktiviert. Aufladung 25%. Wir brauchen mehr? Verdammt! Keine Wahl. Wirklich? Anders geht es nicht? Na gut. Thank you.
Reservebatterie 2 aktiviert. Aufladung 50%. Zur Hälfte geschafft. Reservebatterie 3 aktiviert. Aufladung 75%. Nur noch eine. Thank you.
Engel!
Empfange Überspannung. Evakuierung über den Aufzug einleiten. Bitte. Erst ist kein Strom da und jetzt zu viel. Wenn ich die Treppe aufstehe. Wir müssen das irgendwie starten. Kahn könnte dabei helfen. Mich Sie wohl aufzusehen. Moment, haben Sie uns gerade befreit? Und die Helden des Tages sind... Sie sind Ihrem Vater ähnlich. Woher wussten Sie wohl... Halt, Moment mal. Hast du ihn gekannt? Ja, habe ich. Und ich habe ihn getötet. Du warst es. So ist es. Chris? Er sollte nicht so laut kläffen. Wir regeln das unter uns. Los. Schießen Sie. Sie haben allen Grund. Aber Sie müssen am Leben bleiben. Sonst ist alles verloren. Du wagst es, mir Befehle zu geben! Aufhören! Waffe runter! Los! Was war's? Hast du nur Befehle befolgt? Oder war es persönlich?
beides. In drei Sekunden jage ich Ihnen eine Kugel in den Kopf. Mit der Waffe. Waffe runter! Hier geht es um viel Wichtigeres als dich und mich. Wir müssen weg! Jake! Ich weiß! Ende der Welt. Wenn wir es nicht stoppen. Also, wenn dieser riesige Kokon schlüpft. Haben wir Probleme. Nur ein paar. Wir müssen hier weg und das HQ warnen. Schnell, hierher! Zu sein. Sobald wir hier raus sind, wird es anders. Spar dir die Vorträge, okay? Wir müssen einen Ausgang finden. Ich wollte das vor. Wenn das vorbei ist, dann treffen wir sich mit dir. Ganz in Ruhe, okay? Das ist meine Sache. Und ich will jetzt nicht an diesen Trottel oder meinen Vater denken. Dafür habe ich Zeit, wenn wir hier jemals rauskommen. No!
Auftrag. Die beiden können das Ding nicht besiegen. Wir gehen nicht zurück. Aber die beiden werden sterben. Und das ist ihre Entscheidung. Sie sind bereit, sich zu opfern. Und wir können sie nicht daran hindern. Jake! Weißt du was? Ich bin nicht wie mein Vater. Und ich sorge dafür, dass das auch so bleibt. Wir verschwinden. Und dann rettest du die Welt. Sie haben recht. Dann los. Ich hab genug. Wo ist der Ausgang? Er muss ganz nah sein. Sich was einfallen. Ha!
schon viel besser. Das ist ihm egal. Er würde alles tun, um uns zu töten. Das ist schon besser. Klären wir das mit den Fäusten. Nee, hast du nicht auf? Sind wir los? Verschwinden wir von hier! Er ist endlich tot. Kinderspiel. Hier ist eine Art Lager. Irgendwie müssen hier Sachen rein und rauskommen. Stimmt. Ah!
schnell! Und es gibt kein verdammtes Steuer! Verdammt! Wie wird man denn bloß los? Na los! Wir müssen weiter hoch! Verschwinde endlich! Jake! Los, weiter! Jake, nach vorne! Container! Gute Idee! Machen wir sie los! Jake! Ist das auch noch! Zusammen mit den Testergebnissen von 6 Monaten aus den Archiven von Neo Umbrella. Jetzt sind die Daten in den richtigen Händen und die Lage scheint sich endlich zu beruhigen. Nach Jakes Rettung haben BSAA-Beamte seine Beziehung zu Albert Wesker als streng geheim eingestuft, da sie eine Bedrohung für die globale Sicherheit darstellen könnte.